Hallo ihr Lieben, und zwar gibt es von mir heute einen kleinen Tipp von Douglas. Und zwar war ich gestern im Douglas, habe mir meinen Nagellack umgetauscht, weil ich mir vorgestern einen schönen Nagellack von Dior gekauft habe. Ich war auf der Suche nach einem Nagellack, der milchig, pastellig ist und die eigene Nagelfarbe irgendwie nur so ein bisschen heller wirken lässt. Also nichts Weißes oder so. Einfach nur so, jetzt für den Sommer halt ein bisschen heller. Und da habe ich mir von Dior diesen Coconut gekauft. Und die Farbe war richtig schön, aber der war im Auftrag her dann doch relativ deckend und so. Und ja, ich habe 3 Schichten drauf gemacht und er war richtig streifig. Und das bei einem Lack von 21,50 Euro habe ich dann mir gedacht, nee, das mache ich nicht, ich tausche nur. Ja, dann habe ich weitergeguckt, dann habe ich bei Essie geguckt und da war auch ein Lack, der war auch sehr weiß von der Farbe, ja, wenn man den drauf hatte. Und dann habe ich aber schon vorgestern bei Chanel einen Lack gesehen, in den ich mich verliebt habe. Und zwar der 503 Inatentü. Also so sieht er aus und ich zeige Ihnen gleich noch meine Nahaufnahme. Aber weswegen ich das Video mache, ist, dass ich im Douglas drin war und vorne war ein Aufsteller mit Florence, heißt das glaube ich, Bronzing Powder. Das sieht so aus, also die Verpackung ist wie, also ich war erst am gucken, ob das jetzt Benefit ist. Die Verpackung ist wie bei Benefit. Wenn man jetzt so reinguckt, ist halt auch so ein Pinsel drinne und hier ist dann halt so ein Schutzding und da ist dann halt dieses Bronze. Der ist dreifarbig in ja so Gold, Braun und Pink. Ich mache gleich nochmal eine andere Kameraführung, dass ihr das dann näher sehen könnt, weil ich kann ja hier nicht ranzoomen. Aber ja, ich habe den heute auch drauf gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob man das mal sieht. Aber ich finde ihn richtig schön. Und der kostet im Moment 3,95 Euro. Und der Normalpreis war 10 Euro oder so. Also, ja, ungefähr. Ja, und den habe ich halt gekauft und finde den relativ schön. Und wie gesagt, Douglas hat ja im Moment einige Aktionen, weil die ja 100 Jahre alt sind. Und ja, da war der auch dabei und den habe ich mir dann gleich mitgenommen. Dann noch was anderes. Und zwar habe ich mir vom P2 den Catisless Softener Pen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist der hier, löst überstehende Nagelhaut mit Limonaroma. Den habe ich mir gekauft. Ist aber schon länger her und ich habe immer vergessen, darüber mal was zu erwähnen. Der ist richtig toll. Also der hat halt hier so eine Filzspitze. Damit malt man halt die Nagelhaut an quasi. Und mit der Rückseite, das ist so ein Spatelding, würde ich mal sagen, schiebt man dann halt die Nagelhaut nach hinten. Und ich bin richtig begeistert von diesem Ding. Ich habe sonst immer geschoben, geschnitten und das soll man ja nicht machen, ne? Ja, und das ist ein richtig tolles Teil. Ja, ich zeige euch jetzt dann noch den Puder, also den Bronzing Puder und den Nagellack in Nachaufnahme und ja, dann bis gleich. Also, das wäre jetzt halt die Verpackung von außen, wie ich schon erwähnt habe. Sieht aus wie die Benefit, Coralista oder was es noch alles gibt, Verpackung. Da macht man das halt so auf. Dann hat er halt enthalten so einen Pinsel, der oben rosane Borsten hat, die man aber jetzt so nicht erkennen kann. Dann hat er halt so ein Schutzding hier. Der Pinsel war auch noch eingepackt in so einer Schutzfolie. Und das wäre dann halt das Puder, also das Bronzing Puder. Ich hoffe, man erkennt das jetzt so gut. Verpackung hat so Leoprint, was auch sehr schön aussieht, ja. Und dann geht man halt
da so mit dem Pinsel rein. So. Und ich versuche das jetzt mal auf die Hand irgendwie zu swatchen. Und ja, ich weiß gar nicht. Erkennt man glaube gar nicht richtig. Wenn ich jetzt die Kamera drehe. Nee, sieht man irgendwie leider nicht. Okay, vielleicht poste ich mal irgendwie ein Bild oder so. Und ja, wie gesagt, also das kostet jetzt 3,95 Euro. Und ich finde, die Anschaffung, die lohnt sich eigentlich. Ich finde es relativ schön. Schon allein die Verpackung ist ganz niedlich. Und dann habe ich mir den Chanel-Lack gekauft. Das ist ein richtig tolles Latte Macchiato Braun. Ja, also original Latte Macchiato. Und ich habe schon öfter mal so eine Farbe gesucht und finde die richtig, richtig schön. Und habe den auch schon gestern drauf gehabt und lässt sich auch gut auftragen, 2 Schichten. Und ja, also das ist auch jetzt wieder ein Favorit von mir. So, und jetzt, so sehen jetzt meine Nägel aus, wenn ich den Stift genommen habe. Schön die Nagelhaut aus. Schön die Nagelhaut nach hinten geschoben. Und ja, gut, das wäre es dann jetzt von mir mit den beiden Produkten, meine beiden neuen Schätze. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!